Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute machen wir leider etwas, das uns Büchermenschen ein bisschen das Herz bricht. Aber es muss hin und wieder sein. Wir sortieren heute Bücher aus. Ja, ihr müsst jetzt alle stark sein. Ich habe Bücher aussortiert, weil ich mein Bücherregal umstrukturiert habe. Und weil ich Platz gebraucht habe und weil manche Bücher einfach, ja, ich nenne es mal, unnötig im Schrank stehen, weil ich sie A, entweder schon seit Jahren auf dem Sub habe und mir sicher bin, dass ich sie niemals lesen werde, oder B, weil sie Teil 1 einer Reihe sind, die ich nicht weiterlesen werde, aus diversen Gründen. Das werde ich dann bei den einzelnen Büchern auch erwähnen. Oder weil ich sie gelesen habe und weiß, dass ich sie nicht mehr ein zweites Mal lesen möchte und sie auch mir optisch vielleicht einfach nicht so gefallen. Ja, fangen wir am besten mal mit dem ersten Buch an. Ich habe hier vorne meinen Stapel liegen und greife einfach von oben immer runter. Das erste Buch wäre Auf immer gejagt von Erin Summerill. Das Buch habe ich, ungelogen, ich glaube 2017 oder so gelesen. Mal gucken, wann es ist. Ist ein bisschen zugestaubt. Oh, da wohnt eine Wollmaus drin. Fliegt gerade da weg. Ich muss mal gerade gucken, wann das Buch erschienen ist. Okay, vorne drin steht nichts. Vielleicht hinten drin. Auch nicht. Bin ich jetzt doof? Okay, hier steht einfach gar nichts drin, wann das Buch erschienen ist. Sehr komisch. Es geht in dem Buch um Tessa und Saul. Saul? Saul? Ich weiß nicht genau, wie man ausspricht. Und ich fand die Geschichte um die beiden auch richtig, richtig schön. Das weiß ich noch. Ich habe nämlich extrem den zweiten Band entgegengefiebert. Dann weiß ich nicht, was passiert ist. Ich habe auf jeden Fall nicht mitbekommen, dass der zweite Band erschienen ist. Und habe ihn dementsprechend nicht gekauft. Jetzt beim Aussortieren oder beim Gucken, was sortiere ich aus oder nicht, habe ich jetzt gesagt, komm, es fliegt jetzt einfach raus, weil ich den zweiten Band nicht habe. Und jetzt würde jeder von euch sagen, warum kaufst du dir nicht einfach den zweiten Band? Ihr Liebeleins, das versuche ich seit mindestens 2 Jahren, seit ich wieder bei Bookstagram und Booktube aktiv bin. Aber man kommt einfach nicht an diesen zweiten Band ran. Ich habe bei Rebuy eine, auf der Merkliste, ich habe eine Erinnerungsoption, wenn er wieder online kommt. Man kann ihn nicht mehr kaufen. Bei eBay Kleinanzeigen kriege ich ihn auch nicht. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ich habe auch schon in meiner Story einen Aufruf gemacht, falls jemand das Buch hat. Bitte, 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 hallo, bitte einmal an mich. Ja, da kam auch keine Resonanz drauf. Und jetzt bin ich leider an dem Punkt, wo ich sage, wenn ich an den Band 2 einfach nicht rankomme, dann muss der hier halt auch ziehen. Ich könnte ihn mir vermutlich bestimmt irgendwo als E-Book kaufen. Da habe ich jetzt auch gar nicht groß danach geguckt. Aber ja, ihr wisst es. Ihr wisst, wie es ist. Wenn ich Band 1 als Buch hier stehen habe, als fixes Buch, egal ob Taschenbuch oder Hardcover, dann möchte ich Band 2 nicht als E-Book. Es ist einfach so. Ja. Ihr könnt jetzt natürlich mal in euer Bücherregal schauen und wenn ihr Band 2 zu Hause habt und den loswerden möchtet, dann dürft ihr mir den gerne geben, also Abkauf, ich kaufe ihn euch ab, so, nicht geschenkt. So lang wird dieses Buch hier auf der Aussortiertliste liegen, bis ich es dann wirklich verkaufe. Ich sammle immer so ein bisschen, bis ich die 10 Euro bei Rebuy erreicht habe oder stelle es halt erstmal auf eBay Kleinanzeigen. Aber solange der noch nicht verkauft ist, dürft ihr mir gerne Bescheid sagen, ob ihr den zweiten Band vielleicht habt und loswerden möchtet. Ich lese euch jetzt aber trotzdem noch schnell den Klappentext vor, damit ihr wisst, um was es geht. Im endlosen Wald kennt Tessa jedes Blatt. Dort im Schutz der Bäume fühlt sie sich zu Hause. In ihrer Heimatstadt Brenton hingegen wird sie nur geduldet, denn ihr Vater Saul,
genießt als Kopfgeldjäger des Königs zwar großes Ansehen, doch Tessas Mutter war eine Verräterin aus dem Nachbarland und dessen Bewohner beherrschen schwarze Magie. Ich habe gerade eben gesagt, Saul ist der Love Interest, aber ist er nicht. Er heißt Cohen. Cohen heißt er. Als Saul hinterrücks getötet wird, steht Tessa ganz alleine da. Jetzt hat die junge Fährtenleserin nur eine Chance auf ein sicheres Leben. Sie muss im Auftrag des Königs den angeblichen Mörder jagen, Cohen, der Gehilfe ihres Vaters, und ihr Freund aus Kindertagen, den sie heimlich liebt. Tessas besondere Gabe sagt ihr, dass Cohen schuldig ist, aber ihr Herz spricht eine andere Sprache. Ja, du musst jetzt leider erstmal gehen. Das nächste Buch, das ich auf dem aussortiert Stapel liegen habe, ist Sakrileg von Dan Brown. Warum liegt das da drauf? Ich habe das Buch bei Rebay gekauft, weil ich dachte, Dan Brown ist so beliebt und so bekannt und so, ja, hoch im Kurs und hört so viel Gutes darüber. Lies doch einfach mal ein Buch von dem. Und ich habe es echt für super wenig Geld gekriegt und ich glaube, es war Rebay oder Medimops, ich weiß nicht mehr. Welcher Sticker das jetzt genau ist. Ja, ich wollte einem Thriller einfach mal eine Chance geben. Ich habe es gekauft und seitdem liegt es hier. Und es zieht mich wirklich so 0,0,0,0,0,0 zu diesem Buch. Von daher werde ich das Buch jetzt auch einfach aussortieren, weil ich es sowieso nicht lesen werde. Das war ein Hirnfurz von mir. Ich könnte ja mal... Ich muss mich zusammenreißen, dass ich solche Hirnfürze in Zukunft unterlasse, weil es bringt nichts, außer dass ich ein Buch zugeschickt kriege, die Mitarbeiter von Rebuy und Co. Arbeit mit mir haben und es einfach maximal unnötig ist, das Buch im Schrank verstauben zu lassen. Ja. Um was geht es in Sakrileg? Ich denke, einige von euch wissen das, aber ich erzähle es euch trotzdem noch einmal. Robert Langdon, Symbologe aus Harvard, befindet sich aus beruflichen Gründen in Paris, als er einen merkwürdigen Anruf erhält. Der Museumsdirektor des Louvre wurde mitten in der Nacht vor dem Gemälde der Mona Lisa ermordet aufgefunden. Langdon begibt sich zum Tatort und erkennt schon bald, dass der Tote durch eine Reihe von versteckten Hinweisen auf die Werke Leonardo da Vincis aufmerksam gemacht wurde. Hinweise, die seinen gewaltsamen Tod erklären und auf eine finstere Verschwörung deuten. Bei seiner Suche nach den Hintergründen der Tat wird Robert Langdon von Sophie Neveu unterstützt, einer Kryptologin der Pariser Polizei und Enkeltochter des ermordeten Museumsdirektors. Von ihr erfährt er auch, dass der Direktor der Science-Bruderschaft angehörte, einer Bruderschaft, die seit Jahrhunderten ein dunkles Geheimnis wahrt. Ich glaube, ich habe es mir damals gekauft, weil es mich so ein bisschen an ein Computerspiel erinnert hat, das ich mega gerne spiele. Ich weiß nicht, ob jemand Baphomets Fluch kennt. Da geht es auf jeden Fall auch um einen Mord in Paris und es geht um die Tempelritter und mega, mega cool. Und auf diesem Spiel basiert leider auch meine Angst vor Clowns, weil mein Erzeuger damals meinte, einem 7-jährigen Kind kann man ruhig mal Baphomets Fluch vor die Nase halten, wo direkt zu Beginn ein Clown einen Kaffee in die Luft jagt. Spoiler-Alarm, ich habe wochenlang nicht mehr geschlafen und meine Angst vor Clowns gibt's bis heute. Vielen Dank für nix. Das nächste Buch war auch ein Fehlkauf, würde ich es jetzt nicht mal nennen, aber ein Kauf fürs Bücherregal ohne größere Bedeutung dahinter, ohne Sinn. Ich spreche nämlich von Eragon, das Vermächtnis der Drachenreiter. Und einerseits würde ich das Buch super gerne lesen, weil Eragon ja wirklich sehr bekannt ist und weil es auch Filme dazu gibt, die ich vielleicht mit Maler auch gerne mal gucken möchte. Aber es zieht mich leider echt so gar nicht in diese Richtung. Ich weiß nicht, warum ich es gekauft habe. Ich dachte, man könnte mal, aber man hat es nie. Wenn jetzt unter euch ein paar Eragon-Fans sind, dann schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, warum ich dieses Buch doch noch unbedingt behalten sollte und lesen sollte. Vielleicht kann mich ja einer von euch überzeugen. Ja, das ist, glaube ich, auch der erste Band, hoffe ich zumindest. Ich habe ja so ein Talent, immer dritte Bände zu kaufen. Über Nacht wird der junge Eragon in eine schicksalshafte Welt voller Magie und dunkler Mächte geworfen. Elfen, Zwerge und Monster bevölkern Alagesia, dessen grenzlos grausamer Herrscher das Volk unterjocht.
Mit nichts als einem Schwert und den Ratschlägen seines Lehrmeisters Proben stellt sich Eragon dem Kampf gegen das Böse. An seiner Seite Saphira, ein junger blauer Drache. Wird Eragon das Erbe der legendären Drachenreiter antreten können? Das Schicksal aller liegt in seiner Hand. Ja, wird leider auch aussortiert. Das nächste Buch habe ich bei Bookstagram mal gewonnen, als Blind Date quasi. Poolparty von Cornelia Franz. Ja, es klang halt beim Gewinnspiel mega lustig, mal mitzumachen, ohne das Buch zu kennen. Im Endeffekt war es jetzt ein Buch, das ich ja nicht gelesen habe, weil es mich einfach nicht interessiert hat. Und seitdem steht es halt auch hier im Regal rum. Es war auch ein gelesenes Exemplar, also voller Leserillen. Das ist ja sowieso sowas, was bei mir nicht lang im Regal überlebt, weil ich Leserillen hasse. Es ist auch in das Bücherregal im Schlafzimmer ausgewandert, weil es optisch halt so vermackt ist und in meinem wunderschönen Bücherregal für solche Bücher kein Platz ist. Ich weiß, ich habe sie nicht alle. Ja, das ist, glaube ich, auch einfach ein Young Adult Buch. Ja, momentan zieht es mich auch absolut null zu Young Adult. Ich lese zwar gerade aktuell ein Romantasy-Projekt oder ein Romantasy-Buch von einer befreundeten Self-Publisher-Autorin, aber das ist im Fantasy-Bereich. Da mache ich nochmal Unterschiede. Fantasy kann nochmal sehr, sehr viel rausreißen, wenn die Protagonisten mir eigentlich zu jung sind. Aber worum geht es in Poolparty? Klar, diese Villa, dieser Pool, dieses coole Leben hier, alles meins. Was aus einer Laune heraus beginnt, entgleitet Cap immer mehr. Es ergibt sich für jemanden aus, der er nicht ist. Als er spürt, dass Lara echte Zuneigung für ihn empfindet, hat er sich schon auf fatalste Weise in seine Lügen und sein Doppelleben verstrickt und gerät in einen Thriller, aus dem er nicht mehr alleine herauskommt. Ja. Klingt jetzt für mich nicht so besonders spannend, daher ab auf den Stapel. Zwischeneinander habe ich euch im Lesemonat schon näher gebracht und auch schon gesagt, warum ich jetzt nicht so begeistert davon war, wie ich gerne gewesen wäre. Ich fand es jetzt nicht ultra kacke, ich fand es jetzt aber auch nicht ultra besonders. Und es handelt sich halt eben um den zweiten Band einer Reihe, von der ich den ersten Teil nicht gelesen habe. Und weil mir das hier schon nicht so gut gefallen hat, auch nicht lesen werde. Von daher wandert es jetzt raus. Ich meine, es war ein Rezensionsexemplar, ich werde es nicht verkaufen. Aber ja, falls jemand von euch Interesse dran hat, kann er mir gerne schreiben oder sie. Ansonsten wandert es halt in den Bücherbaum. Ich sage euch aber nochmal kurz, falls ihr Interesse habt, um was es geht. Richie setzt alles daran, seinem eigenen Glück im Weg zu stehen. Doch muss er wirklich erst sich selbst lieben, um von anderen geliebt zu werden? Die Beziehung mit Maxi kann Richie nur anfangs genießen. Denn unentwegt wartet er auf das Ende, von dem Richie sicher ist, dass es früher oder später kommen wird. Keine Liebe ist wie die andere und nichts Neues kann wachsen, solange das Herz und die Seele noch mit dem Unkraut der Vergangenheit bewuchert sind. Aber erkennt auch Richie das früh genug? Ja. Entweder meldet sich einer von euch oder es wandert zum Bücherbau. Dann haben wir My Dear Sherlock, wie alles begann. Ich glaube, das habe ich euch schon mal gezeigt. Das wollte ich nämlich schon mal aussortieren, habe es dann doch nicht getan. Und kam jetzt auf die glorreiche Idee, es doch wieder auszusortieren. Ja, warum? Ich kann es euch gar nicht so genau sagen. Es hat mir eigentlich gut gefallen, aber nicht so gut, dass ich die Reihe weiterlesen möchte, obwohl ich ein riesengroßer Sherlock-Fan bin. Und ich finde auch, dass der Typ auf dem Cover so ein bisschen Ähnlichkeit mit Benedict Cumberbatch hat. So ein bisschen. Ich fand es auch cool, dass hier Jamie Moriarty ein Mädchen ist und ja, so ein bisschen so eine Liebesbeziehung zwischen Sherlock Holmes und Jamie Moriarty sich entwickelt. Ja. Es ist da, bei diesem Buch bin ich halt einfach so im Zwiespalt. Soll ich es aussortieren, soll ich es nicht aussortieren? Ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung sagen, ob ich es behalten sollte oder nicht. Es ist halt cool, es ist eine Neuauflage. Sherlock und Moriarty im 21. Jahrhundert, es ist, ja, I don't know, ich weiß es nicht. Wenn ich sehe, denke ich immer, sortiere es aus. Und wenn ich dann drüber nachdenke,
denke ich halt immer, sortiere es nicht aus. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung sagen. Ja. Ich erzähle euch auf jeden Fall, um was es geht. Als der 17-jährige Genie Sherlock Holmes auf die 16-jährige Jamie Moriarty trifft, ist er fasziniert von ihrem Scharfsinn und ihrer Schönheit. Zwei Seelenverwandte haben sich gefunden. Als kurz nach ihrer ersten Begegnung im Regent's Park eine schauerliche Mordserie beginnt, begibt sich Jamie auf die Suche nach dem Täter. Standen doch die Opfer alle auf geheimnisvolle Weise mit ihrer verstorbenen Mutter in Verbindung. Sherlock immer an ihrer Seite, werden sie beide tief hineingezogen in die Vergangenheit von Jamie Moriartys Familie und decken ein schreckliches Geheimnis auf, das ihre junge Liebe zu zerstören droht. Last but not least kommen wir zu einem Buch, das ihr vermutlich nicht alle feiern werdet. Also, dass ich es aussortiert habe, werdet ihr nicht alle feiern. Ich spreche nämlich von Dunbridge Academy Anywhere. Das ist der erste Band der Dunbridge Academy Reihe. Auch mit diesem wunderschönen Buchschnitt aus der ersten Auflage und der Karte von der Dunbridge Academy. Das gab es nämlich in der ersten Auflage mit so einem Poster. Damit man auch mal weiß, was wo ist in diesem riesen Internatsgelände. Ich habe das Buch, ich glaube, im Monat des Releases auch gelesen. Ich weiß gar nicht, wann es rausgekommen ist. Steht wahrscheinlich nur die Jahreszahl drin. Aber es ist irgendwann im Laufe des Jahres, ja, steht nur die Jahreszahl drin, im Laufe dieses Jahres, Anfang des Jahres rausgekommen. Ich habe es mir direkt gekauft bei Globus und habe es auch direkt gelesen. War so, ja, schönes Buch, okayisch, wie Ivy sagen würde. Fand das Internatssetting halt mega cool, fand es schön, dass es in Schottland spielt. So viele Punkte, die mir richtig gut gefallen haben. Was ich halt nicht cool fand, ist, dass Henry zu Beginn noch eine Freundin hat. Ich mag das gar nicht, wenn das Mädchen, die Protagonistin oder der Protagonist mit einem vergebenen Love Interest anbändelt. Das war jetzt aber nicht der Grund, warum ich jetzt gesagt habe, es zieht aus. Ich wollte der Reihe auf jeden Fall noch eine Chance geben, gerade weil Band 2 um eine Protagonistin geht, die ich in diesem Buch mega cool fand. Ich habe ja so einen Sidekick-Fetisch. Und weil es halt um das Aufführen von Romeo und Julia geht, was ich auch mega cool finde. Aber ich habe Band 2 persönlich nicht gelesen. Aber ich habe sehr viele Freunde, die mir darüber berichtet haben, um was es in Band 2 geht, dass da auch super viel fehlende Kommunikation und Missverständnisse herrschen. Ich sag nur, ich denke A, sage aber B, weil ich mich nicht traue oder weil ich ja niemandem auf die Füße treten will. Und wenn die Protagonisten ständig aneinander vorbeireden und nicht mal ehrlich sagen, was sie denken, kriege ich immer so einen Hals. Deshalb feiere ich die Knights-Reihe zum Beispiel so, so sehr. Oder auch Still Missing You von Valentina Fast. Weil die Protagonisten einfach miteinander reden. Wenn ihnen was auf der Seele brennt, sprechen sie es an und reden miteinander. Vielleicht ist das auch hier so negativ-kommunikativ, wenn man das so sagen kann, weil die Protagonisten noch so jung sind. Aber wenn du ein Problem hast, sprich's an, sonst bleibt das Problem bestehen. Punkt. Und weil ich deshalb Band 2 nicht kaufen werde, wird der erste Band auf Lebzeit alleine da oben im Regal stehen und deshalb darf er jetzt auch einfach ausziehen. Ihr Lieben, das waren alle Bücher, die ich in diesem Monat jetzt aussortiert habe oder in diesem Rutsch. Ihr dürft mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich vielleicht eins davon behalten sollte, weil es doch besser ist als gedacht, also von den Ungelesenen natürlich. Vielleicht habt ihr aber auch genau die gleichen Gedanken dazu gehegt. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare und ich verabschiede mich jetzt und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut!